Ja, moin, meine Lieben, ich bin's wieder, euer Dennis am Start. Und herzlich willkommen heute zu einer neuen Folge von GTA Online. Jawohl, ich habe mich mit einem Abonnenten verabredet und ihm versprochen, dass ich mit ihm mal zusammen zocke, beziehungsweise auch das Ganze dann auf Video aufzeichne. Natürlich mache ich das gerne. Da, warum nicht? Und ich habe mir gedacht, wir nehmen wohl mal einen Laserjet. Jawohl. Thema heute ist, ja, hatte ich schon mal gehabt, Clickbait. Ihr habt ja sicherlich angeblich über das neue Update erfahren, was rauskommen sollte. Es kann natürlich gut möglich sein, dass dieses neue War-Update rauskommen wird. Aber Leute, tut mir bitte einen Gefallen, solange es von Rockstar nicht offiziell bestätigt wird, ja, klickt bitte nicht auf YouTube bei die Clickbaiter rein. Das sind klickgeile Arschgesichter, sind das. Ja, wo ich wirklich einen Brechdurchfall kriege, nur damit die rumlügen und die hier Geld verdienen wollen. Das sind arbeitsfaule Säcke für mich. Sowas sollte mal verboten werden. Ganz ehrlich, meiner Meinung nach dazu. Aber es ist ja auch im Prinzip eigentlich jetzt egal, weil ich möchte mit euch gerne wieder zocken. Nur mit meinen Abonnenten auch zusammen. Und wenn ich mich drüber weiter aufregen, aber im Prinzip ist einfach so. Ihr müsst doch nicht wundern. Ich habe mir leicht einen aufgesagt, halt die Schleiße, Lester, Schwester. Ich weiß nicht, ob man das hört im Mikro. Aber auf einen Tag auf dem anderen schon krass, ey. Oh, Joshua. Dann wurde schon erledigt. Alles klar. Ja. Ja. So, gut. Aber Hunter, ja, ihr seht, ich bin kaum gesprächsbedürftig. Oh Mann. Ich mache ab und zu ungern hochziehen. Ja, nur falls sowas geschieht, entschuldige ich jetzt schon mal dafür, bitte. Wie zum Beispiel jetzt. Ich weiß, das ist so ekelhaft und pervers. Aber nun, nützt ja halt nun mal nichts, ne? Oh, was ist denn mit? Was schon mal los? Na gut, dann gehen wir mal in die Lüfte. Weil die so und so, jo. Komme. Oh, Moment, ich schreibe jetzt mal, komme. Ich bin es gar nicht gewohnt, mit Laserjet zu fliegen, beziehungsweise generell überhaupt mit dem Jet. Aber es macht nichts. Immer was anderes, außer immer nur Savage, ne? Ach ja, mal gucken, wo der Lappen ist doch. Leave me alone, I did nothing to you. Ach Joshua, Mensch, das ist GTA. Lass dir nichts gefallen. Fabi kommt ja schon. Ja, gib mal solche und solche vor die Jugend rein. Das ist halt GTA. So ist das halt. Aber mal ganz ehrlich, so schlimm höre ich mich ja auch nicht an. Also finde ich. Ja. Aber gut, wir kriegen das schon hin, Freunde. Das kriegen wir hin. Jetzt mal gucken, wo dieser Lappen ist. Dann wollen wir jetzt mal gucken, wo dieser Lappen ist. Ja, was ist er denn jetzt, Mensch? Das ist so ungewohnt, Freunde. Da liegen wir. Da liegen, du Sack.
war typisch Stingerbomb. Das ist immer das Gute, dass der Laserjet etwas schneller ist. Ich finde ihn geil. Aber ich bin eher auf Hubschrauber spezialisiert. Ne? So, wollen wir den Arsch mal hier runterholen. Wow! Der will Stress. Oh Mann. Also der will Stress. Pass mal auf. Diesen Harzkopf holen wir uns jetzt nur. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Merke ich. Der will Stress. Organisation. Oh Mann, der hätte ja gar keinen Bus. Tut mir leid, Alter, aber ich muss dich jetzt leider mal verlassen. Ah, ey. Ah, ist der Arsch. Hat den Headshot erledigt. Kamil, wer ist das eigentlich, dieser Kamil? Ich liebe das, wenn die Leute immer so große Klappen haben, aber im Endeffekt nichts dahinter. Und wenn sie ja gedamaged werden, dann heulen sie nachher rum. Das ist natürlich das Typische. Das Typische. Wirklich. Das ist das Typische. Das ist dieses kleine Denkverhalten an einen so einen beschissenen scheiß Typen wie diesen. Aber ganz ehrlich, ich komme, hol deinen Hunter. Ja, ich hol meinen Hunter gleich. Keine Angst. Ich gehe ihn erstmal in den Bus heran, dieses kleine Stück Scheiße. So, pass mal auf. Jetzt nehmen wir mal auf Sigurdsdorf. Nehmen wir mal auf Fähigkeiten. So, jetzt Geisterorganisation fertig. So, und jetzt holen wir uns diesen Arsch. Der ist der Meinung, hier in der Lobby Leute zu belasten. Wovon träumt da eigentlich Max der Arsch? Batsch! Und tschüss! Kachstulle! Digga! Was denkt er, wer der ist, ey? Kackbratze, Alter! Sacknase 380! Boah, was will der denn, ey? Ja, die Schnauze! LTD! VW12, Digga! Was ist los, du kleines Stück Scheiße, hä? Warst mit deinem Savage eben gerade überfordert, oder was, hä? Digga, du bist ein kleiner, nichtsnutziger Affe einfach. Ah, typisch Noobs. Ganz ehrlich. Wollen große Dinge ziehen, aber im Endeffekt haben sie keine Eier, sondern einfach nur Wickels. Und das ist immer so eine Sache, was mich am meisten ankotzt. Und die Leute immer rumheulen hinterher. Hm. Oh, ich sag, Leute, ändere das mal hier. So ein Scheiß. Das ist der Nachteil an diesem Bus hat nämlich. Wieso steht da 2-0? Den habe ich doch gefickt. Wo ist das Problem? Ein kleines Stück Scheiße. Komm her, du Affe. Komm rüber hier. Klappspann, wo bist du? Ha? Komm rüber. Komm. Komm. Was denkst du, wer du bist? Was denkst du, wer du bist? Soll ich dir mal ganz ehrlich sagen, was ich denke, was du bist? Du bist ein Nichts. Du bist ein kleiner Haufen Stück Scheiße, bist du. Oh, und tschüss. Bye, bye. Kackplatzengestörter, Alter. Was denkt der, wer der ist, ey? Lappen, Alter. Du bist der größte Lappen, den es gibt. Junge Mann. Alter, Scheiße, was ist denn jetzt los? Ah, okay, nimm mich jetzt auf oder nicht? Einen Moment. Ja, Steam, komm. Verpiss dich hier mal. Ah, alles klar, nimm noch auf. Okay, wunderbar. Alles klar, nimm noch auf. Sehr gut. So, wir müssen diesen Affen einfach mal zeigen hier, wo der Hammer hängt, ne? Dieses kleine Stück Scheiße, Alter. Komm, geh mal hier. Hm? Wo bist du? Fotzenhannes, Digga. Was denkst du, wer du bist? Ach ja.
So, Joshua, da kannst du ja froh sein, dass ich da bin. Dass ich diesen kleinen, armseligen Drecksack da nur schön ordentlich durchgefickt hab, ey. Aber ganz ehrlich, die Bullen gehen mir auf den Sack. Heimlich, Avenger, bist du doof? Savage, was denn sonst? Ja, Alter, ehrlich. Geht mir nicht auf den Sack, ihr Scheißbullen. Geht mir nicht auf den Sack, ihr Scheißbullen. Was ist denn das da? Hallo? Hallo? Halt die Schnauze, Scheißbulle. Du bist kein, du bist ein Bulle. Wieso springst du nicht, du Hurensohn? Hallo, Filmempfehlung. Und zwar zack ich. Beweg dich. So, Alter, jetzt komm ich mal mit Savage eigentlich flogen. Du kleine Wichstrüden, Sackgesicht, ey. Ha? Komm mal rüber mit Alter, hä? Weißt du, der ist so behindert. Der muss damit doch rechnen, wenn er ein Savage einsteigt, dass er am Arsch ist. Was denkt er sich? Komm, beeil dich, Alter. Joshua, beeil dich. So, Digga, den zeigen wir erstmal hier, den kleinen Bastardkindern hier, ey. Ah, diese Bullen! So, auf den machen wir jetzt mal auf andere Art, alle. Fick dich, Alter, und tschüss. Kleiner Wichser, Alter. Steck dir, wir denken. Alter, was denken die, wer die sind? Ups! Oh, kann er mit Explosion? Oh! Er hat schon mal geschaltet! Der hat mal geschaltet! F4 nur! Du kannst das? Wow! Na, du bist ja schlau! Tschüss! So, jetzt nehmen wir mal die ganze Lobby hier auseinander, Alter! Ferne Wichsgestalt! Und ihr da unten? Was macht ihr da eigentlich? Wo seid ihr? Komm her! Komm her, ich fick euer Leben, Digga! Weißt du? Große Schnauze, aber nichts dahinter, solche Affen! Ich liebe das! Das sind genau die richtigen Patienten, ey! Die ich mein Leben lang fresse! Bah! Eklig, Alter! Oh, jetzt ist auch nicht Ruhe im Karton. Junge, 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 Junge! Komm, Bubi! Komm, Bubi! Wo ist denn der Fotzenhannes, Digga? Komm her! Wo bist du? Hm? Kleiner Scheiß-Noob. Komm her, du! Oh, Ruhe im Karton. Ah, Leute, Freunde, da liegen... Solche Leute, sie liegen sich echt mit den Falschen an. Das ist halt so. Was bauen die da für eine Scheiße? Report him. Ja. Warte mal. Warte mal, Joshua. Ich bin gleich wieder da. Oh, wer kommt da denn angeschissen? Und tschüss. Pisser. Das ist nichts außer nur ein kleiner Pisser. Hat er überhaupt einen Pisser? Freunde, kann man sich darüber eine eigene Meinung bilden? Anscheinend wohl nicht. Ich weiß es nicht. Und ich will es mal wissen. Also. Hä? Na ja, du Fotzenklaus. Komm mal rüber hier. Dich fick ich dein Gehirn, Alter. Drecksack. Was wollt ihr Affen eigentlich, hä? Junge, Junge, Junge. Große Fresse, nichts dahinter. I report you, ja. Sprich Deutsch mit mir, Digga. Nicht böse gemeint, aber sprich Deutsch mit mir, bitte.
So, und mal gucken, wo die Pissgesichter sind. Da! 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 Spaß, Diggas, ey! Muss? Scheiß Bullen. Also ganz ehrlich, ich habe nichts gegen Polizisten. Also, huch! Bullen. Nicht Nullen. Bullen, nicht Nullen. Oh Mann. Wieso sage ich mal nur, wieso sage ich Nullen? Nicht Bullen, Alter. Komm her, du Stück Scheiße. Vergiss es, Hannes. Nicht bei mir. Das sind eiskalte Nieten, soweit. Freunde, das sind eiskalte Nieten, Alter. Ich muss ja auf diesen Pisser da hinten aufpassen, Alter. 3 hart, Baby. Oh, 1 zu 3! Wow! Ein Volksfest! Alter, ich muss aufpassen, dass er nicht heiser werde. Aber nee, Freunde, das kann ich überhaupt nicht ab. Oh, er hat das Spiel verlassen. So, verjagt den Arsch. So, verjagt den Arsch. So. Jagt den Arsch. Ha. Ha. Ich hab's auf Video. Nix Cheat. Idiot. Klar, ey. Cheaten! Wer sagt denn was von Cheaten hier? Ihr Backflarum, hä? Mann, 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 Mann. Ehrlich nicht. Sag ja, große Fresse, nichts dahinter, die Leute. Boah! Und dann auch noch einer vorwerfen, dass man cheaten würde. Wenn die Leute keine Chance haben oder merken, die können nichts, dann sollen sie mit GTA Online aufhören, ey. Diese kleinen affigen Wichsgesichter kann ich überhaupt nicht leiden. Soll das Stellen zu cheaten. Da krieg ich Sauerkrautschiss. Entschuldigung, dass ich mich darüber aufrege, aber nee. Geht gar nicht, Freunde. Ehrlich nicht. Mann, 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 Mann. Ups. Oh, diese Bullen! Können wir sie nicht einfach mal verpissen? Ah, ist ja gut. Digga, nächsten. Wir holen uns den nächsten! Wir holen uns den nächsten! Mal gucken, die Kackvogel. Kackvogel? Kackvogel! Oh! Bye bye! Die ganze Lobby auseinandernehmen hier, Alter. Warte, ich komme. Warte, ich hole dich ab. Ich hole dich ab und hole den Hunter. Warte, ich hole dich ab und hole den Hunter. Steig ein. Steig ein. Meine Fresse. Die Leute haben immer eine große Fresse, nichts dahinter. Mann, ey. Das Geschrei, mein.
Ein Abonnent ist so schwierig sein. Warte mal, Digga. Nee, nicht Kanjali. Kanjali kann ich wieder aufholen, ja. Oh, war schwer runtergehen, ey. Hab einen Bomber aus Versehen bestellt. Ich fliege zum Flughafen. Bomber. Na, du bist ja ein edler Bomber. Die Bombe! Die Bombe! Oh Mann! Ehrlich nicht! Das ist. Ich weiß nicht! Kennt ihr das? Da sind bescheuerte Leute! Die wollen einen belasten! Tun einen auf hart immer! Und am Ende verpissen sie sich! Und dann? Das schreiben sie vorher noch! Cheatet ja! Weißt du? Ich glaube, die wurden bei ihrer Geburt gecheatet, ey, von ihren Müttern, Alter. Oh, Entschuldigung, versuche ich jetzt eigentlich die Kontenance immer zu behalten, aber manchmal bleibt mir echt anderes einfach nicht übrig. Weil es geht ja wohl schlecht, dass man die in eine Ohrfeige hauen kann. Aber, na gut. Ich bin da nicht so der beleidigende Typ eigentlich. Und stattdessen antworte ich immer anders. Ne? Ihr habt es ja eben gerade gesehen. Kann nichts gefallen lassen. Zack. Aber so solche Idioten, die beiden da. Boah, besonders der mit seinem Savage, ey. Alter. Mann. Das ist doch nicht so normal. Oh, weißt du was, Alter? Ja. Bye-bye! So, der Abhaut wird extra noch bestraft, ganz einfach. Ich hasse das immer, wenn die Leute mit ihren Autos immer rumharzen, ey. Ach, warte mal. Das ist doch gerade so ein wienerndes Ding, ne? Ey! So, und jetzt wollen wir mal den Händler holen. Jetzt holen wir mal den Händler. Ja, Mann. So, Händler. Achso, ja, muss ja wieder rausgehen hier. So. Fahrzeuge! Savage Packer! Wo ist er? Geliefert! Bolzen-Sello hat das Paket! Schnapp es dir! Ja. Geht gleich los! Immer mit der Ruhe! Nur vor dem Sturm. So. Wir sind nicht so verzeugt. Oh, Alter, wieso da hinten, ey? Matschbanana. Warte, ich hol ihn. Ich hol ihn gleich ab, Alter. Das Geheul. Meine Fresse. Ehrlich nicht. Ich glaube, die Leute haben wirklich einfach keine Ahnung von KDs. Was für Idioten ich immer an. Ja. Jupp. So, erstmal Hand holen und dann hole ich ihn ab. Mann. So. Ja, Joshua, da hast du einen guten Tag heute mit mir. Mein Abonnent. Ich nehme so lange wie Savage. Ja, mach das. Und tu das. So, der eine hat schon wieder ein neues Auto. Warte mal. Aber das Doofe ist, ich habe so eine beschissene Tastenkombination für von OBS bzw. für Aufnehmen und Aufnahme stoppen jetzt gedrückt. Leider die Taste Y festgesetzt. Und Y ist ja auf dem PC sozusagen das Zoom, das Rauszoom von der Karte, beziehungsweise müssen. Das ist mein Abonnent unten. Ach, da hinten! So!
Dann wohnen wir hier mal in London, ne? Ja, Taxi ist ehrlich wieder zurück. Das hat sich jetzt auch schwer gelohnt, Digga. So, muss den mal landen. Ah, fast genau auf dem Strich. Nein, ich gehe nicht auf den Strich. Oh. Nein, aber weil ich muss auch wieder Liquid nämlich. Erst drin! Nice! Dann kann's ja losgehen! So! Hoppla, gerade sagen! Der Typ mir den Koffer.